Hallo Leute und willkommen hier bei MeUpperCat. Heute haben wir mal ein bisschen was anderes im Programm, nämlich eine Waage und natürlich keine normale Waage. Nein, das hier ist eine Körperfettwaage mit Bluetooth-Anbindung. Also es gibt auch eine passende App dazu, wo man alle Daten sehen kann. Und zwar sieht man darin später den BMI, AMR, BMR, Körperfettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse und Knochenmasse. Ja, eine ganze Menge. Fand ich mal interessant auszuprobieren. Und ihr seht, das kommt von der Firma Uten, Bluetooth Body Fat Scale Modell 1F912B. Mal wieder ein hervorragender Name. So sieht das Teil aus. Auf der Rückseite sehen wir nochmal ein paar Daten. Wirklich nicht allzu interessant. Hier auf der Seite sehen wir auch nochmal ein paar technische Daten dazu. Unter anderem geht die bis 180 Kilogramm. Ja, also das sollte doch für die allermeisten, hoffe ich mal, gut ausreichen. So, schauen wir nochmal hier rum. Ja, FCC, CE, Sicherheitszeichen, grüner Punkt. Alles da, was man braucht. Also packen wir das Ding direkt mal aus. Ich bin echt gespannt. Und bevor ich auspacke, laden wir uns erstmal die App runter. Ja, genau, damit fangen wir an. Also Smartphone einmal zur Hand nehmen. Ich starte hier die Kamera und wir haben ja hier den QR-Code auf der Packung drauf. Den einmal kurz abscannen und dann den Link öffnen. Und dann sollten wir doch hier direkt zum App Store gelangen und uns die App herunterladen können. Und da ist sie, der Body Monitor, 3 von 5 Sternen. Und ich lade sie mal. Und während die App installiert, packen wir dann mal weiter aus. Also einmal hier unten die Packung aufmachen und ich ziehe die Waage einfach mal raus. Ganz oben finden wir nochmal eine Anleitung, ebenfalls mit QR-Code, um sich die App dann zu besorgen. Und dann haben wir hier die Waage und die ist sehr schmal, sehr schön. Also erster Eindruck, ein sehr, sehr schlankes Teilchen. Da haben wir sie, hier oben haben wir eine Glasoberfläche. Hier einmal das Display, wo auch die ganzen Werte angezeigt werden. Man kann die Waage auch ohne so eine App verwenden. Aber mit App kann man natürlich schöner seinen Verlauf und sowas dann tracken und schauen, wie sich alles entwickelt hat. Wir haben hier oben wohl Bedienflächen noch zum Einstellen und irgendwas zu verändern. Das hier sind die Flächen, wo dann später der Strom durch euren Körper geleitet wird. Ja, genauso funktioniert das ja. Durch den elektrischen Widerstand wird dann hier errechnet, wie viele Anteile Wasser, Körpermasse und alles, was ich sonst schon genannt habe, dann bei euch quasi vorhanden ist. Und dadurch muss man sich barfuß dann hier auf diese Pads stellen. Ein schwacher Strom wird einmal durch den Körper durchgeleitet und dadurch werden dann diese Messergebnisse erzielt. Auf der Rückseite haben wir hier vier gummierte Standfüße, damit das auch sicher steht. Wir haben hier nochmal die ganzen Modelldaten draufstehen. Wir haben zwei 1,5 Volt AAA Batterien hier drin. Und wir schauen kurz mal, da stecken sie schon drin, werden mitgeliefert. Ich mache mal das Sicherungsplastik raus und da hat sich direkt was verabschiedet. So, da habe ich sie wieder eingefangen. Also das sind die kleinen Batterien. Also wieder rein damit, Klappe zu und dann sollte sich doch hier schon direkt was tun. Ja, die Anzeige, die ist eingeschaltet und ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier mit der App funktioniert. Also wir öffnen die App einfach mal. Ich schalte hier noch Bluetooth natürlich mal schnell auf meinem Gerät ein. Dann werden wir begrüßt hier mit den Datenschutzbestimmungen, Privatsphäre und was ist denn das hier unten bitte schön für eine Sprache? Ist das Italienisch? Tja, und da haben wir ein kleines Problemchen. Die App funktioniert nicht hier auf meinem iPhone 7, allerdings läuft hier auch die Beta von iOS 13 drauf. Also kann ich da gar nicht mal sagen, dass das die Schuld der App ist. Ich habe sie mir hier nochmal installiert auf dem iPhone 5S und machen wir einfach da nochmal weiter. Und jetzt steht sie unten auch auf Englisch. Da verstehe ich besser, dass ich hier den der Privacy Policy natürlich zustimmen muss, wie immer. So, agree. Und jetzt muss ich hier einstellen, welche Maßeinheit ich nutzen möchte. Also Kilogramm, Pfund oder Stone. Keine Ahnung, ich nehme natürlich Kilogramm und dann nochmal hier Zentimeter oder Inches. Wir sind in Deutschland und messen hier in Zentimetern. Dann muss ich mir ein kleines Profil erstellen mit Name, Geschlecht, Geburtsdatum, meine Größe, mein Zielgewicht, wenn ich denn eins habe und Activity Levels, wie aktiv ich bin. Naja, okay.
Ah, okay, bei dem Aktivitätslevel könnt ihr quasi einstellen, ja, wie euer Alltag so ist, ob ihr wenig oder gar nicht trainiert seid, ob ihr leichte Aktivitäten macht, aber nicht körperlich arbeiten müsst, oder ob ihr immer steht und viel rumlauft täglich, oder ob ihr sehr aktiv seid und dass ihr schwere körperliche Arbeit verrichtet oder dass ihr hier echte Athleten seid. Ja, also ich stelle das mal ein. Und dann denke ich mal, speichern wir das Ganze hier. Und jetzt sucht er nach der Waage, hat sie natürlich nicht gefunden, da sie ja, ausgeschaltet ist. Also ich schalte sie einfach mal ein, indem ich hier mal die Elektroden berühre. Und jetzt hat er sie hier auch gefunden, Body Fat Scale. Und ja, ich wähle die mal aus. Er hat was gefunden. Wir gehen auf Done, auf Erledigt. Und wir haben jetzt hier einen User. Man kann also die Waage hier mit mehreren Benutzern festlegen. Dann kann man einfach auch hier zwischen den Benutzern hier hin und her switchen. Oder man macht es eben mit der App. Ja, also dass Vater, Mutter, Kind und was weiß ich noch alles sich hier dann registrieren können. Also, ich habe jetzt hier nur einen Benutzer, das reicht erstmal. Dann wurde das erfolgreich verbunden. Und ich könnte hier wohl anfangen mit der ersten Wiegerei. Ah, und natürlich, ja, die ganzen Daten können, wenn man möchte, auch noch in die Health App von Apple übertragen werden, damit dort die ganzen Messwerte auch noch genutzt werden können, auch von anderen Apps. Das ist immer eine sehr schöne Sache. Ich mache es jetzt hier mal eben nicht, weil ich hier eh nichts drin habe in dem alten iPhone 5S, aber schön, dass man es machen kann. Wir schauen mal kurz. Wir haben hier eine Anzeige einmal für das Körpergewicht, dann Körperfett, dann den Wassergehalt, Muskelgehalt, Knochen, BMR und AMR. Was auch immer BMR und AMR ist, weiß ich gerade gar nicht so genau. Wir können uns hier den Report anschauen und den Trend, wie sich hier diese ganzen Werte entwickelt haben, über den Tag, über die Woche, über den Monat, über das Jahr und dann unsere insgesamte Historie anschauen. Sehr schön. Also, ich würde sagen, jetzt stelle ich mich mal auf die Waage. Okay, Leute, jetzt müsst ihr gleich meine Käsefüße sehen, aber von weit, weit weg. Also, ich gehe einmal hier auf die Waage drauf. Sie schaltet sich ein. Und ich bin mal gespannt, was mir hier die App anzeigt. Und ich bekomme hier direkt mal eine Gewichtsanzeige. Das ist ein bisschen weniger als unsere übliche Anzeige hier von meiner anderen normalen Waage. Und dann habe ich hier die anderen, ja, Körpermesswerte: Körperfett, Wassergehalt, Muskelgehalt, Knochengehalt, BMR. Das, ach, der BMR, das wird wahrscheinlich mein, ja, täglicher Mindestgrundumsatz sein, und AMR bei Aktivität. Ja, vermute ich einfach mal so. Also, ihr seht, das hat auf jeden Fall hier sehr einfach und schnell funktioniert. Hier bekommt man auch nochmal die ganzen Anzeigen auf dem Display dann durchgeschaltet. Wenn man es eben nicht mit der App benutzt, kann man sich die hier nochmal anschauen. Und dann geht es auch wieder von alleine aus. Sehr schön. Ich würde sagen, ich stelle mich direkt nochmal drauf und wir schauen nochmal, ob er uns beim zweiten Mal auch die gleichen Werte hier abliefert. Das Handy vibriert übrigens jedes Mal, wenn hier die Messung durchgeführt und ja, fertig ist. Da ist er sich wohl ziemlich einig. Das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Man muss hier auch eine Weile drauf stehen bleiben. Beim ersten Mal misst er dann wirklich nur das Gewicht und danach kommen dann die anderen Messwerte noch dran. Also, es dauert eine kleine Weile und dann gehen wir mal runter. So, jetzt mache ich mal einen kleinen Test. Ich werde mal etwas zunehmen. Und zwar so einen guten halben Kilo. Mal schauen, ob die Messwerte sich auch dementsprechend genau um ein halbes Kilo verändern. Also einmal auf die Waage gestellt. Immer darauf achten, dass man auf den Elektroden auch steht. Und jawohl, ihr seht, ein halbes, ja, fast ein halbes Kilo. Also, das hat soweit schon mal funktioniert und die ganzen Anzeigen bekommen wir dann hier auch. Jetzt will ich mal kurz sehen, wie sieht denn hier der Report aus? Okay, oben die hat man die persönlichen Daten, dann weiter unten hat man dann Gewicht und all die anderen Messwerte nochmal angezeigt. Und hier im Trend, na gut, da kann man natürlich noch nichts sehen, Freunde. Ich werde die Waage jetzt mal eine Weile testen und schauen, ob die auch hier konstant gute Messwerte abliefert. Und dann sehen wir uns wieder zum Fazit. Tja, so schnell vergeht die Zeit. Kommen wir zum Fazit. Ich habe die Waage jetzt hier über einige Tage ausprobiert, war mehrfach am Tag dann drauf, habe das hier immer gemessen mit der App und
ich muss sagen, ich bin zufrieden. Die liefert konstante Messwerte, die Verbindung hier Bluetooth-mäßig von der Waage zum Handy, das klappt problemlos und die Werte machen auch einen sehr, sehr konstanten Eindruck. Und vor allem, was man angezeigt bekommt, das ist eine ganze Menge. Ihr seht, ich habe euch das schon mal gezeigt. Hier oben habt ihr direkt euren BMI und seht, ob der noch im grünen Bereich ist oder ob der nicht mehr im grünen Bereich ist. Und dann sieht man auch die Zahl und da steht normal bei mir. Dann seht ihr euer Körperfett, könnt euch da nochmal anschauen, ob das im normalen Bereich ist. Genau dasselbe hier bei der Wasseranlagerung. Ihr habt direkt immer eine Skala, wo ihr sehen könnt, jo, passt oder passt nicht. Genau das gleiche für Muskelmasse und Knochen. Ne, bei Knochenmasse nicht. Also ich habe 4,3% Knochenmasse, was man so alles daraus lernt. Dann haben wir noch die schöne Trendübersicht, wo wir uns dann anschauen können, wie sich hier die ganzen Werte so entwickelt haben. Da gibt es natürlich immer Schwankungen, je nachdem, ob man morgens misst, abends misst, gerade gegessen hat oder gerade vielleicht sonst wo war. Auf jeden Fall finde ich, ist das eine schöne Sache, um so die Geschichte hier mal ein bisschen im Auge zu behalten. Und man bekommt ja wirklich viele Messwerte, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte am Anfang, oh hier, die zeigt nur hier Körperfett an und ja, das war's dann. Nö, also klappt echt gut. Keine Ahnung, warum die App hier nur 3 Sterne hat. Im App Store. Ich finde, die ist eigentlich echt ja, gut zu bedienen. Sehr einfach, sehr leicht und von der Darstellung her gefällt mir das auch. Hier sieht man nochmal die verschiedenen Messungen, die ich gemacht habe und dann kann man dann auch dort nochmal reinschauen, wie dann die exakten Werte hier jeweils gewesen sind. Ja, also gut, 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 gut. Also mir gefällt's. Ich kann sagen, für 25 Euro gibt es da von mir absolut eine Kaufempfehlung. Wer so eine Körperfettwaage will, die noch eine ganze Menge andere Daten anzeigt, mit App-Anbindung, sogar kompatibel hier mit den Apple Health-Daten, dass das alles noch übertragen werden kann, finde ich eine prima Sache. Kann man echt machen. Und das Benutzen hier mit mehreren Bedienern klappt auch wunderbar. Auf der Waage selbst kann man die dann hier durchschalten. Hat bei uns bestens funktioniert. Also ich finde das Teil hier echt gut. Ich mag die Messwerte, ich mag die Optik, dass es schön schlank ist. Ihr habt hier ganz normale kleine 3-fach-A-Batterien drin, die man schnell mal austauschen kann, wenn sie denn mal leer sind. Und die App, also von mir würde die mehr als 3 Sterne bekommen. Ich finde die echt gut. Ist nie abgestürzt. Hat prima funktioniert. Also Leute, das war's. Das war mein Test zur Uten Body Fat Waage, also Körperfett Waage. Ich finde das Teil prima. Also die landet jetzt bei uns da hinten im Bad und die alte, die landet bei eBay. Ja, so machen wir das. Wenn ihr sie kaufen wollt, ich verlinke euch das Produkt hier unten in der Videobeschreibung. Also, vielen Dank fürs Zusehen und stay healthy. Yes.